Servus! Grüß euch meine Freunde hier im nächsten Unboxing-Video. Und zwar heute wollen wir es nochmal wissen. Und zwar, ich mache heute nochmal Rarity Collection Nummer 2 auf. Und zwar die Booster aus Yu-Gi-Oh! Und ich würde sagen, starten wir direkt rein! Jawohl, und da hier sind wir nochmal und hier sind die Booster nochmal. Ich habe mir heute richtig gegönnt. Manche denken sich so, ja, man könnte sich für die 60 Euro einfach auch mal ein Display kaufen. Oder wir kaufen halt einfach mal 6 Booster von der Rarity Collection 2. Es ist einfach immens teuer, dieses Booster. Und ich dachte mir an der Stelle, ich möchte aber ein paar Sachen aus den Boostern ziehen. Und da habe ich mir gedacht, so komm, lass uns einfach nochmal ein paar Booster holen. Und es waren dann, ja, ich wollte tatsächlich eigentlich nur 4 holen, aber es waren dann die letzten 6. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, bei uns in dem orange-weißen Drogeriegeschäft waren hier in der Nähe quasi nur noch die 6 Stück übrig. Und da habe ich gesagt, na komm, dann nehme ich alle mit und wir ziehen hoffentlich noch eine coole Sache raus. Und ja, dementsprechend, ich hoffe, wir ziehen heute ordentlich gut. Denn das wird wahrscheinlich erstmal so das Letzte sein, was ich mir an Boostern kaufe von der Rarity Collection. Und wenn nicht, müssen wir mit Einzelkarten klarkommen. Und ja, ansonsten freut euch demnächst, kommen wir ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh! Jetzt in den letzten Wochen habe ich ja nur Figurenvideos gemacht, in Anführungszeichen. Ist für mich halt ein sehr relevantes Thema immer, weil ich mir halt allgemein sehr gerne sehr viele Figuren zu kaufe. Also ich kaufe mir allgemein sehr viele Figuren für mich und meine Sammlung und ja, ich wollte es einfach nur mal erwähnen. Scheißegal! So, auf jeden Fall heute Rarity Collection 2 und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Booster. Snake Eyes fände ich ja mal richtig geil. Vom Deckthema her habe ich jetzt auf Master Duel tatsächlich ein bisschen was ausprobiert und da haben wir direkt einen Kauz- und Schlossvogel in Super Rare. Ich weiß gar nicht, ich will mal ein bisschen Licht machen. Mit dem alternativen Artwork auch ganz schön eigentlich. Ich mag ja tatsächlich die Super Rares aus der Rarity Collection. Weil es halt spielbare Super Rares. So, dann haben wir einen Phantomritter des zerbrochenen Schwerts. Eine primitiver Planetreich Phobia. Für die Schreckensklaue. Einen Quarter Century Ryko. Alles klar, der ist ja mal richtig schick. Ich meine, der normale in Super Rare kostet schon echt viel, aber der ist ja mal mega. Alter Schwede, der gefällt mir richtig gut. Jawohl. Und mein Rettungskaninchen in Secret Rare. Oh mein Gott, da freue ich mich auch richtig, richtig sehr über den. Jawohl, den müssen wir auch direkt zur Seite legen. Dann einmal einen fantastischen Drachen Phantasmay in Ultra. Eine ernste Warnung, auch Ultra Rare. Oh, nochmal primitiver Planet, warum auch nicht, in Ultra Rare. Und eine Chaosjägerin, jawohl, sehr, sehr geil. Ah, die haben sich, die, da freue ich mich über sehr, sehr. Gleich im ersten Pack. So. So was Cooles. Ist tatsächlich, glaube ich, auch meine erste Quarter Century hier auf dem Kanal. Oh, jawohl. Einmal Kräfterauben in Super Rare. Einen antimagischen Duft. Auch Super Rare. Ja, ich werde das einfach immer dazu sagen, weil ich es halt bei dem Pack sehr relevant finde, in welchen Seltenheiten die Karten drin sind. Ein Zwillingstwister, also ein Twin Twister. Oh ja, einen Secret Rare Access Code, Alter. Geil. Einen Secret Rare Priesterliches Siegel der himmlischen Sphären, auch sehr, sehr geil. Ich mache mir mit um. Eine Rafflesia in Ultra Rare. Einen Feierlichen Schlag in Ultra. Ein Kosmozyklon. Und eine Vorbereitung der Riten. Auch gut, kann ich auch gebrauchen. Jawohl. Dann Pack Nummer 3. Ich muss auch ehrlich sagen, so wenn ihr jetzt das dann zusammenrechnet, ich meine gut, die 10 Euro pro Pack kommt ihr nicht immer ganz hin, aber Access Code hat halt früher einfach 80 gekostet. Dann kam er als Reprint, dann war er bei 30 und wenn ihr jetzt überlegt, ich kaufe einen Boost, dann habe ich ihn für
für 10 Euro theoretisch jetzt drin gehabt. Es ist immer so eine Rechnerei. Trishula genauso. Der ist jetzt super rare, Reprint. Er gefällt mir. Ja, Trishula ist absolut eine meiner Lieblingskarten. Aber super rare. Sonne und Mond, okay. Jawohl. Einen Korallendrachen in super. Und wir haben eine ultimativer Schlechter in Collectors Rare. Oder in diesem neuen Ultimate. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habt ihr diesen geilen Schimmer. Sehr geile Karte. Oh, und eine. Ja, genau. Die Ulti. Und das hier ist die Collectors Rare. Eine Chaosjägerin. Sehr, sehr schick. Fällt mir auch sehr gut. Hier hat einen Psi-Endbestrafer in Secret Rare. Eine Seelen der Magier, auch sehr, sehr geil. Einen antimagischen Duft in Ultra und ein Rettungskatze. Eine Rettungskatze in Ultra Rare mit dem neuen Artwork, auch mega schön. Jawohl. Ach ja, apropos, ich habe sie wieder hier oben hingelegt. Sollte ich vielleicht die beiden rauslegen? Und ich glaube, ich lege die Rettungskatze mit dazu. Die ist mir auch sehr, sehr wichtig. Die anderen haben wir ja schon in anderen Ausführungen. So, viertes Pack. Einfach sehr geil. Einfach sehr geil. Ja, Schlangenauge habe ich ausprobiert, wollte ich sagen. Goldkoffer in Super Rare. Und ich habe es zusammengebaut mit gewissen anderen Sachen. Und es läuft. Es läuft einfach so gut. Du brauchst gar kein extra Deck. Das wollte ich einfach nur kurz sagen. Das fand ich sehr interessant und ich habe jetzt echt Bock, Schlangenauge mir die, den Deckcore reinzuholen und das mit irgendwelchen anderen Sachen zusammenzubauen. Ja, Gold Sargofag gefällt mir. Ein super flinken Mega Hamster fürs Edison-Format. Auch sehr, sehr geil. Oh, da haben wir gleich wieder ein Rettungskaninchen in Super Rare. Dann haben wir einen Hyper-Bibliothekar in Ulti und wir haben einen Omega Hüllen, Psi-Hüllen Lord Omega in Collectors Rare, auch sehr, sehr schick. Dann ein Secret Rare Lanze, Fusionsentsendung, Secret Rare, Goldkoffer noch mein Ultra, das ist ja immer das und noch mal ein Hamster in Ultra Rare, okay, sehr schick auch. Mal direkt die beiden rauslegen. Sehr geile Karten. Allgemein gefällt es mir auch mal wieder ein paar neue Karten zu holen, mit denen ich was anfangen kann, wo ich nicht unbedingt jetzt für tauschen oder irgendwie so, sondern auch allgemein für, ja, dass ich halt auch mal wieder was habe für mich selber, wo ich sage, ja, da könnte ich ein bisschen was rausnehmen oder mal für irgendwelche Decks zusammensuchen und so weiter. Eine Geistertrauernde und Mondeskälte mit dem alternativen Artwork, auch schön. Super Rare. Gefängnis der Scheußlichkeit. Super Rare. Ich weiß nicht, warum sie den. Ja. War Secret, ne? Ein Omega in Super. Und wir haben einen Auslöschungsinformant in Parallel Secret. Das ist. Ich weiß nicht, ist das ein Druckfehler oder so? Nee. Das ist eine Quarter Century. Ist das schon bisschen anders. Auf jeden Fall auch schick. Den legen wir auf jeden Fall mal zur Seite. Dann haben wir eine Feinkontrolle in Secret Rare. Eine Feinkontrolle in Ultra Rare, auch okay. Einen Rindbrumm, der zuschlagende Drache. Okay. Exis-Zugabe. Mhm. Und Angriff der Lichtbrigade. Oh, jawohl, sehr geil. Auch ultra rare. Und im letzten Pack eine ernste Warnung in super rare. Noch ein Psi-Endbestrafer in super rare. Oh jawohl, Garura, Flügel des nachklingenden Lebens. Den habe ich auch noch gar nicht gehabt und ich habe immer vergessen, mir den zu bestellen oder irgendwie zu holen. Den habe ich auf jeden Fall gebraucht.
Den werde ich mal rauslegen. Ja, er war noch ein MC-Endbestrafer in Secret Rare, okay. Ein feierliches Urteil. Auch sehr geil. Eine Poli. Eine Chaosjägerin. Primitiver Planet Reichphobia, okay. Und noch einmal friedlicher Planet Kalarium. Was haben wir denn da? Visas Starfrost Manadium. Okay, auch nur Ultra Rare. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, so gut war es jetzt gar nicht. Eine Quarter Century in 6 Boostern ist, glaube ich, okay. Eins, zwei, drei Secret Rares. Ich finde die Ultra Rares, die kann man noch rauslegen. Rindbrummen weiß ich nicht. Die Feindkontrollen werde ich auf jeden Fall mal weg rausnehmen. Ist zwar nicht relevant aktuell. Den Hamster. Fusionsentsendung werde ich auch schon wieder hier. Verbotene Lanze ist mega schick. Den Hamster. Den Goldkoffer. Die Seelen weiß ich jetzt noch nicht, ob ich sie bestrafe. Den Treasurer werde ich rauslegen. Kosmozyklon ist auch cool, dass ich habe. Ich liebe Kosmozyklon mit meiner Lieblingszauberkarte. Neben Raikiki und Wiedergeburt. Den Zwillingstwister, alles Kräfterauben habe ich jetzt, glaube ich, ein Playset dann mit der. Chaosjägerin, primitiven Planet, ernste Warnung, den braucht man nicht unbedingt. Und den Kauz. Und hier haben wir nochmal die etwas selteneren. Ich glaube, der Vogel ist tatsächlich gar nicht so oft hier drin. Der Auslöschungsinformant ist mega schick in der Seltenheit auf jeden Fall. Omega ist ganz okay. Der Informant sieht auch sehr. Der Informant. Der Bibliothekar ist auch sehr geil in der Seltenheit und in. Also in dem Ulti und in der Collectors Rare sieht fast jede Karte gut aus, muss man ehrlich sagen. Rettungskatze mit alternativem Artwork ist sehr schön. Chaosjägerin gefällt mir absolut. Auch eine sehr tolle Karte, mag ich sehr gerne. Habe ich immer im Side-Deck eigentlich auf großen YCS-Turnieren. Und ultimativen Schlechter, ist auch sehr ein geiles Bild. Access Code und Kaninchen und Ryko einfach die beste Karte, die wir heute gezogen haben. An der Stelle sehr, sehr, sehr geil. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Mein Unboxing zur Rarity Collection 2 wird wahrscheinlich jetzt, wie gesagt, das einzige letzte Mal, zweite Mal und letzte Mal bleiben, wo wir hier irgendwas aufgemacht haben. Dementsprechend lasst mir gerne ein Like da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega darüber freuen. Ansonsten schreibt mir gerne in den Kommentar Deckbox, was hättet ihr denn gerne, was ich zum Beispiel als nächstes noch öffnen könnte. So Infinite Forbidden hätte ich zum Beispiel noch sehr Bock drauf und habe ich mir überlegt, ein paar Booster zu holen. Was ich auch noch komplett verpasst habe, war ja das Maze of Blaze, ja, mit dem Bonefire, da habe ich auch noch gar nichts geholt. Ihr wisst schon. Und ja, ansonsten, wie gesagt, macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.